Auf diesem Kanal möchte ich das perfekte Foto-Video-Setup zusammenstellen. Dazu gehört Kamera, Objektiv, Stativ, aber natürlich auch irgendwie eine Zweitkamera, eine B-Kamera, zum vielleicht eine Zweitaufnahme von einer anderen Perspektive aufzunehmen. Das ist immer wirklich nützlich bei zum Beispiel Interviews, bei irgendwelchen Seminaren. Halt einfach eine zweite Ansicht zu haben, ist immer irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher und lässt den Zuschauer nicht direkt immer abspringen vom Video. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich bisher immer in 10-Bit S-Log gefilmt habe und die ganzen B-Kameras, die ich mir kaufen möchte, die auch günstiger sind, unter 1000 Euro, halt alle nur 8-Bit S-Log haben. So müsste man dann wieder auf teure Kameras zurückgreifen, das möchte ich ja eben nicht. Deswegen möchte ich in diesem Video mal testen, ob vielleicht nicht auch eine 8-Bit-Kamera reichen würde. So möchte ich also heute 8-Bit S-Log gegen 10-Bit S-Log vergleichen. Was stehen uns eigentlich für Optionen offen? Ich möchte bei meinen Sony-Kameras bleiben. Ich habe jetzt den Sony E-Mount, ich habe Objektive dafür, die möchte ich auch noch weiter nutzen. Eine APS-C-Kamera wäre eigentlich auch ganz nett, denn falls ich mir mal einen Zoom kaufen möchte, hätte ich dann da nochmal weiter Range. Also APS-C auch gut. Autofokus müssen wir nicht drüber reden. Sony hat einfach perfekten Autofokus. Das wäre mir jetzt egal. Das Einzige ist halt nur 10-Bit-Lock. Und die einzige Möglichkeit, die wir da jetzt hatten, wäre die Sony A6700. Kostet halt nur ein bisschen mehr. Und da ist halt jetzt auch Alternativen wie die Sony A6400 gibt, die Sony A6600, die mir eigentlich reichen würden. Und das Einzige ist, dass sie halt nur 8-Bit-Video haben. Probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Hier jetzt ein paar Videoclips. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, 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 now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read until it's time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is... Nach etwas längerer Analyse habe ich herausgefunden, dass 8-Bit eigentlich von den Farben her ungefähr gleich ist. Das Ganze gibt nur so einen kleinen magentafarbenen Stich, womit ich aber auch noch klarkommen könnte. Dann einfach den Weißabgleich ein bisschen anpassen, finde ich sogar gar nicht so schlimm. Und das, was aber auch dann der größere Schritt ist, dass halt einfach, wenn man stärkere Bearbeitung tut und dann zum Beispiel die Schatten, die mitten auffällt, dann rauscht das da immens viel mehr. Und da müsste man dann halt sich einschränken in der Nachbearbeitung mit dem ganzen Schatten aufhellen. Finde ich das jetzt wirklich schlimm? Also wenn das wirklich jetzt meine Hauptkamera ist, dann würde ich sagen, fände ich jetzt nicht so cool. Ich würde halt schon gerne richtig super Auflösung haben. Wenn ich jetzt aber als B-Kamera sagen würde, dann wäre mir das, glaube ich, egal. Ein bisschen mehr Rauschen würde da dem normalen Nutzer nicht auffallen, wenn man es nicht gerade auf einem riesigen Monitor anschauen würde. Und auf dem Handy würde das, glaube ich, reichen. Ich meine, was sagt ihr? Seht ihr jetzt hier einen Unterschied? Das ist nämlich jetzt gerade 8-Bit S-Log 3. Ich finde, das sieht noch ganz gut aus und man kann das jetzt schon so einfach so als Zweitaufnahme nutzen. Würde ich mir jetzt also so eine APS-C-Kamera kaufen, die nur 8-Bit S-Log 3 kann? Ich finde, jetzt würde ich sagen, schon. Als, wie gesagt, als Hauptkamera nicht, denn da möchte ich schon wirklich Qualität haben. Aber so eine Kamera als B-Kamera, wo die Qualität nicht ganz perfekt sein muss, finde ich, ist das vollkommen okay. Außerdem kann man diese Kamera dann ja auch nicht nur für Video nutzen, als B-Kamera. Diese Kamera ist dann klein, handlich und ist dann auch noch perfekt für Streetfotografie. Und so stehen einem natürlich jetzt auch nicht nur die Sony A6400 offen. Ihr könntet jetzt auch die Sony ZV-E10 kaufen, wenn ihr keinen Sucher bräuchtet. Das wäre auch
auch noch eine Option. Da hättet ihr nur 560, 70 Euro zu kaufen. Auch wirklich zum Geld sparen perfekt. Ich bin jetzt jedenfalls zufrieden, dass das Thema hinter mir liegt. So muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen, ob die Kamera wirklich 10-Bit-Lock hat. Das reicht dann jetzt auch wirklich, wenn sie 8-Bit-Lock hat. Mir hat das wirklich auf dem Herzen gelegen, deswegen auch das Video. So, ich hoffe jetzt aber, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.